Hallo, das ist Video 2 der Serie und hier baue ich die Sequenz ein, das Elefantentraining. Worum geht es da? Ich probiere da mal einen Elefanten zu zeichnen. Ich bin gut im Zeichnen, im Faulen. Aber ein Elefant ist trotzdem nicht ganz so einfach. Hm? So. Das ist ein Elefant, sieht man das? Ja, sieht man. Und worum geht es da? Also, das ist eigentlich wissenschaftlich erwiesen, dass das sogenannte Unterbewusstsein, also der nicht uns direkt bewusste Teil unseres Gehirns und Bewusstseins, unseres Seins, der macht den Großteil der Vorgänge in unserem Gehirn aus, wenn man das misst. Die Zahl ist, glaube ich, 40 Millionen im Verhältnis zum Bewusstsein 2000. Das ist ein Riesenunterschied. Bewusst durch deine bewussten Gedanken und Überlegungen, die du bewusst wahrnimmst, belegen nur 2000 Synapsen in deinem Hirn, gerade wenn du jetzt an mir zuhörst oder irgendwas denkst oder machst oder anschaust, einen Film oder so. Bewusst kannst du immer nur 2000 etwa wahrnehmen, aktiv deine Synapsen betätigen. Aber im Hintergrund, in deinem Unterbewusstsein, bewegt sich etwas ganz anderes, ein Elefant. Und echte Kommunikation redet natürlich nicht mit dem, was vordergründig bewusst ist. Jemand kann dir Nein sagen, meint aber ja. Und vor allem die Frauen sagen ja, wenn sie Nein meinen, sorry. Und Nein, wenn sie ja meinen, oft. Aber auch sonst einfach, auch wenn es im geschäftlichen Bereich, wenn wir da uns nur auf die äußeren bewussten Erscheinungen und Reaktionen konzentrieren und auf das, was der Kandidat sagt, dann geht es schief, dann kommen wir in ein nichtsnütziges Gespräch, das am Schluss nur Zeitverschwendung war. Das ist das, was der Al macht. Der macht 80% Sachen, die nicht effizient sind. Wenn wir aber anfangen, den Elefanten anzusprechen, das ist eigentlich echte Kommunikation des Vertrauens. Dem Elefanten kann man nichts vormachen. Das Gegenüber, das Unterbewusstsein des Gegenübers spürt sofort, ob wir das ehrlich meinen, wie wir das meinen, ob wir überzeugt sind vom Produkt, von der Firma oder nicht. Und ob wir von uns selber überzeugt sind, spürt dieser Elefant vom Gegenüber auch sofort. Und du kämpfst, wenn da was nicht stimmt in dieser Hinsicht, kämpfst du gegen die 40 Millionen Synapsen an, mit 2000. Der Kampf, das ist die Ameise. Da. Ich zeichne die übergroß, damit sie überhaupt sichtbar ist. Das ist der Kampf der Ameise gegen den Elefanten. Die Ameise, die kann den Elefanten nicht mal pieksen, weil er eine dicke Haut hat. Im schlimmsten Fall schlürft er sie gerade rein und weg ist sie. Nein, also was noch möglich ist, die Ameise reitet da auf dem Elefant. Die Ameise geht in diese Richtung, besser gesagt, die Ameise geht in diese Richtung, die läuft da nach rückwärts, aber der Elefant läuft so. Also Entscheidungen, die geäußert werden, Sätze, die geäußert werden, verbal, das bedeutet überhaupt nichts. Die Entscheidungen, ob man sich für ein Geschäft interessiert oder nicht, die passieren unbewusst im Unterbewusstsein. Und zwar, die passieren in den ersten 15 bis 20 Sekunden eines Gesprächs. Also es ist ganz wichtig, wie du etwas anfängst. Dann ist schon entschieden, wenn der erste Eindruck von dir schlecht rüberkommt, dann kannst du es eigentlich vergessen, dann musst du möglichst schnell die Sache beenden. Vielleicht kannst du später noch retten, indem du eben möglichst schnell die Sache beenden willst. Das macht dann wieder einen guten Eindruck. So, das ist Teil 1 des Elefantentrainings. Ich werde da noch weitermachen.